Habe Bonnie nicht betrogen, jetzt spricht Lebo Fremann. Der Sinnerin Bonnie Strange, 31, wird in wenigen Tagen zum ersten Mal Mutter. Der Vater des Kindes, Schauspieler Lebo Fremann, soll ja auf einer Sexparty fremdgegangen sein. Im Promiflash-Interview meldet der sich jetzt zu Wort, um klarzustellen, er habe nicht betrogen, da die beiden seit 5 Monaten kein Paar mehr seien. Nicht nur, dass der US-Amerikaner erzählt, die werdende Mutter habe ihn seit Beginn der Beziehung emotional, verbal und sogar physisch missbraucht. Natürlich könnten alle denken, dass ich die dunkle Seite der Beziehung bin, weil ich tätowiert bin und ein Rocker. Aber ich nehme keine Drogen und mache keine Party, berichtet im Promiflash-Interview, nachdem ihn aus ihrer Wohnung verbannt hat. Sie soll sich noch immer im Besitz seines Passes, seines Computers, seiner Kleidung befinden. Trotzdem wolle er der Mutter seines Kindes nicht Böses. Ihm gehe es um die Wahrheit. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist sie nur so, weil sie schwanger ist? Aber nach einer Weile konnte ich das nicht mehr mit Hormonen erklären. Natürlich war ich am Ende nur da für das Kind. Habe ich das genauso offen zugesagt? Natürlich nicht. Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen. Bin ich hier, um eine Beziehung mit ihr zu führen? Nein, der Teil von mir ist lange Zeit gestorben. Sein Ziel sei es, mit dem Mitgefühl eine Ebene zu finden, um das gemeinsame Kind als liebende Eltern großziehen zu können. Auch er gibt Fehler zu, ein Betrug gehöre aber nicht dazu. In den letzten Monaten habe ich ihr immer wieder gesagt, dass wir nicht zusammen sind. Dann hat sie geweint und ist traurig gewesen. Es scheint, als wollte sie die Realität nicht akzeptieren. Und natürlich wollte ich sie nicht verletzen.